Hallo, ich grüße dich ganz herzlich. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Mittag. Ich glaube, in Deutschland ist es jetzt Nachmittag. Ich liege hier gerade auf einer super, super bequemen Liege hier am Airport in Singapur. Bin am Relaxen. Und ja, wenn ich dann so da liege, dann denke ich immer, wie wunderbar mein Leben sich geändert hat, nur weil ich die Entscheidung getroffen habe, mal auf meinen Seelenplan zu lauschen. Und deshalb mal die Frage an dich: Wenn du wüsstest, dass du zu 100% nicht scheitern könntest, wenn du auf dein Herz lauschst, wenn du das machst, was deine Seele möchte, was du dir als Seele mal vorgenommen hast, als du in diesem Körper hier inkarniert hast, um es mal so auszudrücken, was würdest du dann machen? Würdest du dann das Gleiche machen, was du jetzt machst? Oder hättest du dann den Mut, auf dein Herz und auf deine Seele zu lauschen? Meist ist es ja nur der mangelnde Mut, der uns davon abhält, weil wir so viele Prägungen und Ansichten einfach auch haben, wie etwas zu sein hat, weil wir uns so sehr anpassen, weil alle irgendwo einer Arbeit nachgehen oder die meisten, der Mainstream einer Arbeit nachgeht, die wir nicht wirklich erfüllt, nur des Geldes wegen und solche Dinge, weil es unsere Vorstellungskraft einfach sprengt, dass man wirklich mit seinem Seelenplan auch sich ein wunderbares Leben kreieren kann, dass es auch anders ausschauen kann. Das hat man uns ja nicht beigebracht. Und es ist ja gerade mal erst 3 Jahre her, wo ich meine Stelle gekündigt habe. Und natürlich war das ja auch mit Ängsten verbunden. Ich hatte auch Existenzängste und habe gedacht, was ist, wenn das schief geht? Aber weißt du, ich habe mir einfach gesagt, in Deutschland kann niemand verhungern. Wir werden so ja sogar zwangsernährt im Grunde genommen in Deutschland, um es mal so auszudrücken. Wir haben ja so ein wunderbares soziales Netz. Es kann dir doch überhaupt nichts geschehen, selbst wenn du ins kalte Wasser springst oder. Ich habe mir einfach gesagt, selbst wenn es schief geht, dann habe ich es wenigstens versucht. Und blick mit 80 oder 75 oder 85, keine Ahnung wann, auf mein Leben zurück und denke mir, hätte ich doch nur. Dann habe ich es wenigstens versucht. Und selbst wenn ich scheitere, dann bin ich allenfalls gescheiter mit einer Möglichkeit, die es nicht funktioniert hat. Und dann würde ich die nächste Möglichkeit angehen. Aber ich kann dir eins versichern, mir ist noch niemand begegnet, der wirklich zu 100% auf sein Herz gehört hat und die Dinge gemacht hat, die seinem Seelenplan entsprechen und damit gescheitert ist. Es mag sein, dass nicht alles in 4 Wochen gewuppt ist und es geht auch nicht alles immer glatt. Es gibt Herausforderungen, das ist ganz klar, aber das ist letzten Endes das Leben. Deshalb würde ich dich gerne dazu einladen, mal nochmal in dich hineinzulauschen. Wenn du zu 100% sicher wärst, dass du nicht scheitern könntest, was würdest du dann tun? Was würdest du dann tun? Würdest du dann auf deinen Seelenplan lauschen, auf dein Herz lauschen? Und mach dir doch dann gerne mal bewusst, was kann dir denn passieren? Was kann dir denn schlimmstenfalls passieren? Dein Leben ist doch nicht in Gefahr, wenn du auf deinen Seelenplan lauschst. Dir kann eigentlich gar nichts passieren. Deutschland, Österreich, Schweiz, dir kann überhaupt nichts passieren, selbst wenn du scheiterst. Dann hast du allenfalls eine Möglichkeit entdeckt, die es nicht funktioniert hat. Okay? Also die kleine Ermutigung jetzt hier nochmal an dich. Lausch auf dein Herz, lausch auf deinen Seelenplan. Was würdest du tun, wenn du zu 100% sicher wärst, dass du nicht scheitern könntest? Okay? Schreib es mir gerne mal ins Kommentarfeld rein. Alles Liebe, bis dann. Ciao.